erstmal vielen Dank, Dennis, dass du heute Zeit genommen hast für mich. Diese Zeit kurz vor Ende der Saison, kurz vor Start in die neue Saison, ist ja immer besonders spannend und für dich wahrscheinlich ganz besonders spannend hier in Oberhausen. Erzähl mal, wie die ersten Tage hier in Oberhausen verlaufen sind. Ich muss natürlich weiterhin alles kennenlernen. Ne? Das sind die ersten zwei Monate, dann ist jeder natürlich freundlich zu einem. Man muss den guten wie den schlechten Zeiten zusammenhalten. Und ich habe aber ein positives Gefühl und auch wirklich den Eindruck, dass hier an einem Strang gezogen wird. Deine erste echte Duftmarke hast du ja gesetzt mit der Verpflichtung von Sebastian Gunkel. Und das interessiert unsere Zuschauer und mich persönlich auch besonders. Wie kommt man auf einen Trainer in der Regionalliga Nord? Als ich angefangen habe, gab es schon eine gewisse Trainerliste, die man angefangen hat abzuarbeiten, wo ich auch in die Gespräche involviert wurde. Parallel dazu habe ich angefangen, eine Spielidee runterzuschreiben, die dafür stehen soll, aus einer gesicherten Defensive schnell in die Vorwärtsbewegung zu kommen, eine gewisse Wildheit in der Offensive zu haben durch schnelle Außenbahnspieler, die ins 1 gegen 1 gehen, die mal was Unvorhergesehenes kreieren können. Gleichzeitig, wenn es aber auch nicht funktioniert, dass man schnell den Ball wieder zurückgewinnt, wenn er verloren geht. Auf Basis dieser Spielidee haben wir Attribute, Positionen im Kader festgelegt, wo wir abgeglichen haben, okay, wer kann uns da wirklich weiterhelfen? Das natürlich auf Basis von Sachen wie Zweikampfbereitschaft, Tempo, Passspiel etc. Das zählt alles dazu. Gepaart dann mit Kennzahlen, die man ja messen kann an Dauer im Verein, Stimmung in der Mannschaft als Typ, Identifikation, finanziell auch ein großes Thema. Dann hatten wir erstmal das grobe Ganze. Und dann haben wir geschaut, welche Trainer stehen denn für diesen Fußball, den wir spielen möchten. Und wir arbeiten da sehr eng mit einem Unternehmen zusammen, mit Namen Create Football, wo wir gesagt haben, okay, welcher Trainer auf dem Markt ist verfügbar, Vertrag läuft aus, wer könnte zu dieser Spielphilosophie passen. Und ganz oben auf der Liste stand dann auch ein Sebastian Gunkel. Wir haben uns unterhalten in dem ersten Gespräch, war ganz ordentlich, war sympathisch und ja, das hat gut funktioniert, gut angefühlt, dass wir dann auch 1, 2, 3, 4 Wochen später waren es dann ins Zweitgespräch gegangen sind und dann ging es relativ flott. Und es ist ja auch so, dass wir einen Rahmen vorgegeben bekommen haben in der sportlichen Leitung, der uns dazu zwingt, eine Mischung aus Jung und Alt zu finden. Und mit Sebastian haben wir einen Trainer, der schon nachgewiesen hat, mit jungen Spielern zu arbeiten, der einfach Bock auf die Sache hat. Und ich glaube, von dem Anforderungsprofil trifft er es ganz gut.